So, willkommen im Hotel Circus Circus in Las Vegas, Nevada, in den USA. Das hier ist das erste Themenhotel in Las Vegas und dieses hat das Thema Circus Circus. Da hinten das rot-weiße, das ist ein Zirkuszelt, ein stationäres Zirkuszelt. Und da finden auch Zirkusvorstellungen statt. Und hinter dem Hotel befindet sich noch der größte überdachte Freizeitpark der Welt. Und ansonsten gehören natürlich auch Casinos zum Hotel Circus Circus. So, jetzt geht es hier in den Freizeitpark, den Adventure Dome vom Hotel Circus Circus, dem größten überdachten Freizeitpark der Welt. Den Adventure Dome vom Hotel Circus Circus in Las Vegas, Nevada, USA. So ein schönes Karussell. Früher hieß dieser Adventure Dome Theme Park auch Small Grand Canyon. So war der ursprüngliche Name. Alles im Hotel Circus Circus in Las Vegas. Das ist unglaublich hier, diese Achterbahn. Aber es gibt hier zwei Achterbahnen in dem Freizeitpark. Die andere ist noch, ja, angsteinflößender, will ich mal sagen.
hier so wie eine mexikanische Stadt das gebaut. Und das ist die andere Achterbahn. Nee, das ist die rote. Alles klar. Das ist die rote. Und hier auf der anderen Seite ist diese andere Achterbahn. Und die ist wirklich der Hammer. Da fährt man dann auch teilweise über Kopf und so weiter. Der absolute Wahnsinn. Das hier ist die völlig wahnsinnige gelbe Achterbahn. Das ist der Wahnsinn. So, und hier ist jetzt das Zimmer. Hier durch diese Tür geht es ins Bad. Hier ist jede Menge Stauraum. Und das ist das große Zimmer im Hotel Circus Circus mit zwei King-Size-Betten und da das Fenster mit der Aussicht, ein Schreibtisch, ein Spiegel, noch ein großer Schrank, wo auch ein Safe drin ist und ein Flachbildschirm als Fernseher. Hier ein Spiegel noch an der Seite. Das ist also insgesamt ein sehr großes und sehr geräumiges Hotelzimmer hier im Hotel Circus Circus in Las Vegas. So, und auch noch ein kurzer Blick ins Badezimmer. Das ist auch ziemlich groß mit einer Toilette, einer Badewanne, mit Dusche und hier einem Waschbecken und auch wieder einem großen Spiegel.